Auf dem Sims YouTube-Kanal gibt es eine Menge an Videos und Trailern, auf dessen erfolgreichste Videos ich in diesem Video reagieren möchte. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade schon auf dem Die Sims 4 YouTube-Kanal. Ich habe bisher noch nicht reingeguckt und zum Glück gibt es ja bei YouTube eine Funktion, mit der man einfach auf die beliebtesten Videos, die Videos, die die meisten Aufrufe bekommen haben, filtern kann. Okay, das offiziell beliebteste bzw. meist angeschauteste Video war der Launch-Trailer von Die Sims 4. 11 Millionen Aufrufe, das ist wirklich eine ordentliche Zahl. Vor 7 Jahren, also auch schon wirklich eine ganze Weile her. Aber wenn wir uns das hier mal angucken, es wird sogar immer älter. Also hier vor 13 Jahren, das ist ja ein Die Sims 2 Video, das ist ja verrückt. Hätte ich jetzt auf jeden Fall auch nicht erwartet. Und ja, ein Die Sims 3 Franchise TV-Spot. Es war irgendein Werbespot, der mal wohl im Fernsehen gelaufen ist. Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Das Lebensfreude-Erweiterungspack, 6,4 Millionen Aufrufe. Wenn man mal bedenkt, dass dieses Pack vor 10 Jahren hochgeladen wurde, der Trailer zumindest, also 2011, ist auch schon eine beachtliche Summe. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal so ein bisschen in die interessantesten Videos rein oder die, wo ich mir vorstellen kann, dass es relativ interessante Videos dann doch sind. Ah, der Die Sims 4 Launch Trailer, den habe ich hoch und runter geguckt, das ist wirklich krass. Also den kenne ich eigentlich in- und auswendig, wenn man das so sagen will. Die Musik im Hintergrund, ja, ihr hört sie leider nicht, weil die Copyright geschützt ist, aber das Lied habe ich auf jeden Fall auch in meiner Spotify-Playlist. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, es hieß, glaube ich, wirklich The Walker? The Walker? Passt irgendwie auch, weil die Sims hier in diesem Trailer ganz viel hier durchs Bild laufen. War auf jeden Fall ganz witzig. 2014, die Zeit der Hashtags. Auch im Trailer hier. Also die Entwickler gehen immer so ein bisschen mit der Zeit. kann mich noch erinnern, dass ich das früher irgendwie blöd fand. Aber ja, so war das auf jeden Fall mit diesem Trailer. Wenn ich das sehe, kommen direkt Erinnerungen hoch. Was man ja auch sagen muss, ist, ja, in diesem Trailer, kann ich mich noch erinnern, ist mir auf jeden Fall die Welt positiv aufgefallen. Wir wussten ja noch nicht wirklich, wie groß die Regionen werden. Das wurde von den Entwicklern wirklich ganz kurz vor knapp vor dem Release geteilt. Ja, aber wir Sims-Spieler fanden, ich kann mich noch erinnern, doch die Region in den Trailern fanden wir wirklich sehr, sehr cool, weil alles so detailliert aussah, alles so bis unters Dach dekoriert, war in den Vorgängerteilen nicht immer so, deswegen war das dann doch ein bisschen was Besonderes. Ja, dass die Welt dann doch so klein waren, konnte man in dem Trailer nicht wirklich gut sehen, aber das wurde vielleicht ja auch ein bisschen mit Absicht verschwiegen. Also im Vergleich zum Beispiel zu Sunset Valley aus Die Sims 3 hat Die Sims 4 ja wirklich vergleichsweise wenig Grundstücke, muss man ehrlich zugeben. Ich müsste den vielleicht jetzt schon fast 5-mal gesehen haben oder 10-mal sogar fast. Es ist wirklich einer meiner Lieblingstrailer. Ah ja, hier haben sie auch so ein bisschen geschummelt. Man denkt, also auf den ersten Blick, die Aliens sind im Basisspiel enthalten, so wie es in Die Sims 2 zum Beispiel war. Ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Ja, die Aliens, wie ihr wisst, sind ja mit der An die Arbeit Erweiterung ins Spiel gekommen. Und ja, die haben hier einfach so einen Sim so ein bisschen grün angemalt und hier in den Trailer gepackt. Man denkt, das ist ein Alien, ist aber einfach nur ein ganz normaler Sims. Ja, naja, so ist das manchmal in den Trailern. Aber sonst, natürlich bis auf, dass die Sims immer alle perfekt das machen, was sie sollen, sind die doch schon relativ nah an dem dran, was wir eigentlich auch bekommen. Kann man jetzt nicht unbedingt meckern, in der Hinsicht zumindest. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal in den First Look Trailer. 10 Millionen Aufrufe. Daran kann ich mich auf jeden Fall sehr gut erinnern. Die Sims 4 wurde mit diesem Trailer wirklich richtig gezeigt. Wir haben Einblicke in den Erstelle einen Sim-Modus bekommen und auch in den Baumodus. Und wie man sieht, ich finde das ganz interessant, es ist halt eine frühe Spieleversion, die noch nicht wirklich fertig sind. Irgendwie die Belichtung sieht ein bisschen anders aus, die Sims sehen ein bisschen anders aus, der Hintergrund ist komplett anders, der wurde auch nochmal umgestaltet. Gefällt mir so, ehrlich gesagt, auch ganz gut, obwohl die ja von den Farben relativ ähnlich sind wie die finale Version.
Wir spulen jetzt hier einfach mal ein bisschen vor. Hier wurde dann ja auch das Modellieren der Gesichter detailliert gezeigt, weil in The Sims 3, wie ihr alle wisst, oder auch in The Sims 2 war es ja so, dass man mit Slidern einfach die Sims einstellen musste. Und in The Sims 4 haben sie es ja so gemacht, dass man an den Sims einfach herumziehen kann, so ein bisschen wie mit Knete. Und das heben sie dann auch in diesem Trailer wirklich besonders hervor. War damals wirklich eine bahnbrechende Neuerung. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, wie da einige wirklich abgegangen sind. Also das war doch damals ziemlich cool. Ja, heute vergisst man manchmal fast so ein bisschen, dass das ja ein neues The Sims 4 Feature war. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich doch, seitdem ich dieses Video gesehen habe, dann deutlich doch Vorfreude auf die nächsten Jahre mit The Sims 4 dann hatte. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und was sieht man hier? Hier sind so blaue Pfeile, ist ja in der fertigen Version auch ein bisschen anders. Wenn ihr es nicht wisst, früher, die Entwickler hatten bei The Sims 4 ja eigentlich vor, am Anfang die Benutzeroberfläche blau zu machen, so wie es ja auch in den Vorgängerteilen war. Ich blende hier bestimmt mal einen Screenshot ein, den man das noch ein bisschen besser sehen kann. Es war auf jeden Fall, ja, meiner Meinung nach recht hässlich, dieses Blau. Da bin ich doch ganz froh, dass dann so ein, das Weiß daraus geworden ist. Man sieht auch hier, irgendwie fehlen hier komplett alle Schatten. Also, ja, das sieht alles sehr flach aus. Man merkt auf jeden Fall, dass es hier noch eine relativ frühe Version des Basisspiels war. Jetzt wird das Gameplay noch so ein bisschen vorgestellt. In diesem Trailer ein bisschen ausgeschmückt. Es geht ja auch noch ein bisschen um die Emotionen bei den Sims. Da gibt es dann zum Beispiel so Szenen, sieht man jetzt hier später, wo quasi ein trauriges Lied gespielt wird. Und dann fängt der Sim, der versucht mit der Sim-Dame hier rumzubandeln, fängt dann an zu heulen und geht dann. Und der andere Sim schmeißt sich dann an sie ran. Es ist alles so ein bisschen für den Trailer cool gemacht. Man denkt, okay, da steckt auf jeden Fall was dahinter, aber so wie das jetzt hier beschrieben ist, ja, im fertigen Spiel ist es dann in so einer leicht abgeschwächteren Form schon vorhanden, aber jetzt nicht so schön, wie es im Trailer beschrieben ist. Ich weiß noch, dass ich mich da auf jeden Fall wirklich auf diese Emotion gefreut habe. Man muss ja jetzt auch mal fairerweise sagen, jetzt ist es nicht mehr so, die Emotionen sind mir in The Sims 4 relativ egal. Ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt eines der stärksten Features, aber das war auf jeden Fall zum damaligen Zeitpunkt ja auch wirklich das große Verkaufsargument, was die Entwickler hier auf jeden Fall geteilt haben. Jetzt geht es hier noch ein bisschen stärker um die Emotionen, nicht ganz so spannend. Aber ja, fand ich auf jeden Fall auch einen sehr interessanten Trailer. Ihr müsst mal darauf achten, die Wolken sind hier auch komplett anders als dann im fertigen Spiel. The Sims 3 Late Night scheint neben dem Lebensfreude-Erweiterungspack aus The Sims 3 auch eines der Highlights der Community gewesen zu sein, zumindest von den Aufrufen, vom Interesse. Auch ein legendärer Trailer. Ah, die Musik kann ich euch leider jetzt auch nicht zeigen, aber ist auf jeden Fall auch in meiner Spotify-Playlist. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so macht wie ich. Ich mag teilweise die Trailer-Musik doch sehr gerne und es sind ja auch echte Songs. Dann packe ich die mal direkt in meine Spotify-Playlist. Aber ich kann mich auf jeden Fall auch noch an diesen Trailer erinnern. Es war mega. Ich habe diesen Trailer so oft geguckt. Ich habe sogar eine Zeit lang mich wirklich am Abend hingesetzt und habe mir diese Feature-Preview-Videos, die es noch zu The Sims 3 gab, angeguckt, in denen die Entwickler gezeigt haben, was wirklich alles für Features in der Erweiterung vorhanden sind. Haben sie dann später nicht mehr so viel gemacht, aber das habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Ja, so voll, wie es jetzt hier dargestellt ist, war es in den Clubs in The Sims 3 nie. Ja, ist dann auch wieder natürlich für den Trailer schön gemacht. Entspricht jetzt nicht alles der Realität, aber auch legendär. Die Erweiterung fand ich eigentlich ganz gut. War jetzt nicht einer meiner Favoriten, aber ich fand, wenn man sich die geholt hat, hat es auf jeden Fall dann doch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Die Bands waren cool. Ja, Trailer schon zu Ende. Die ging in The Sims 3 wohl nicht so lang. Ja. Der Ersteller einen Sim-Modus-Trailer war auf jeden Fall noch recht interessant. Aber umso mehr hat mich fast noch der Baumodus-Trailer überrascht. An den kann ich mich auch noch erinnern. An der Stelle führt uns jetzt ein Entwickler so ein bisschen durch das Video. Hier wird der Baumodus detailliert vorgestellt, den wir vorher auch noch nicht so ganz kannten. Und auch hier sieht man wieder so ein paar Dinge, die früher in der Entwicklung des Spiels noch so ein bisschen anders waren. Ich finde das immer ultra interessant.
Zum Beispiel hier kann man recht gut sehen, früher waren hier wohl noch irgendwie andere Formen für die Räume gedacht, vordefinierte Formen. Man sieht, die Symbole sehen irgendwie auch so ein bisschen komisch aus. Hier unten die Raumhöhe, die man ja normalerweise eigentlich am Raum an sich festlegt, war hier ursprünglich ja, allgemein einstellbar gedacht. Dann haben wir hier oben diese Beschriftung für Undo, Redo, hatten wir auch nicht so. Ist das hier ein Speichersymbol? Es sieht fast ein bisschen so aus. Im Baumodus direkt speichern können wir in D-Sims 4 auch nicht mehr. Also man sieht bei diesen alten Trailern immer noch mal so ein paar kleine Unterschiede, was ich auf jeden Fall recht spannend fand. Ich weiß noch, wie ich mich auf jeden Fall auf den Baumodus gefreut habe, weil hier alles so leicht aussieht und ja, irgendwie einfach sehr, sehr flexibel aussieht. Auch, dass sich die Objekte dynamisch mitbewegen, war auf jeden Fall sehr cool. Es war ja auch eine Neuerung des Baumodus in D-Sims 4. In einer abgeschwächten Version gab es es auch schon so in D-Sims 3. Aber ja, es hat einfach nicht so gut funktioniert. Also dieses Feature war wirklich jetzt nicht so der Hit. Ja, das Haus der Grusels sieht im fertigen Spiel auch nochmal ein bisschen anders aus, als es hier dargestellt ist. Ich finde es hier fast sogar noch ein bisschen schöner. Aber ist ja auch nichts Neues, dass das ja öfters mal in diesem Spiel so ist, dass die Sachen im Trailer nicht ganz so gut aussehen wie in echt. Ist ja auch eigentlich normal. Was mich fast ein bisschen erstaunt ist, dass dieser Trailer am 28. Mai rausgekommen ist, in 2014, also auch das gleiche Jahr, wo D-Sims 4 dann veröffentlicht wurde. Und nur ein paar Monate später, also 4 Monate später, beziehungsweise eigentlich fast nur 3, ist das Spiel dann ja final rausgekommen. Und dass hier dann noch diese blaue Benutzeroberfläche mit drin war, sie hatten dann tatsächlich nur 3 Monate Zeit, das Spiel dann wirklich von dieser noch ein bisschen unfertigen Version dann fertig zu machen, finde ich wirklich erstaunlich. Und ich glaube, auch ein absoluter Klassiker ist dieser hier, die Sims 3 ja, Jahreszeiten. Eine Erweiterung, die sehr viele aus der Community auf jeden Fall mögen. Es geht hier direkt gut los, also in die Sims 3 gab es ja auch diese Festivals, die hier, glaube ich, auch nochmal im Trailer vorgestellt werden, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Es war auf jeden Fall eine coole Idee. Es gab immer pro Jahreszeit quasi ein eigenes Festival. So viele Sims überall und es gibt wirklich so viel zu sehen. Ich glaube, diesen Trailer habe ich auch sehr, sehr oft angeguckt. Es war, glaube ich, auch eines der ersten Packs, die ich mir für die Sims 3 gekauft habe. Auch ein bisschen bekloppt mit diesem Hotdog-Kostüm. Hier gab es irgendwelche Vorbesteller-Boni, das wusste ich auch noch nicht. Die Ice Lounge, die sah ja interessant aus. Da war schon auch ein bisschen was mit drin. Irgendwie, so wie ich das sehe, fehlt jetzt hier aber irgendwie ja, das The Sims 3 einfach tierisch Erweiterungspack. Da hätte ich wirklich erwartet, dass es weiter oben ist. Finden wir das hier irgendwo? Also man sieht ja hier, Hunde und Katzen ist mit 4,5 sehr weit oben. Ich meine, Jahreszeiten ist ja jetzt auch nicht so wenig geklickt, aber irgendwie die, ja, die Tiererweiterung, die ja normalerweise in die Sims 4 auch immer, beziehungsweise allgemein bei den Sims immer sehr stark ankommt, ist hier jetzt irgendwie gar nicht dabei. Hier unten kommt es, okay. 1,6 Millionen versus bei Jahreszeiten 3 Millionen, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich dachte immer, Hunde und Katzen sind wirklich die auf jeden Fall beliebteste Erweiterung. Okay, weil okay, bei The Sims 4 ist es hier irgendwie auch andersherum. Bisschen komisch. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass dieses Video hier mit 5 Millionen auf dem Treppchen landet. Ja, bei The Sims 4 habe ich es mir schon fast gedacht. Am Anfang war ja auch der Hype um The Sims 4 wirklich riesig. Aber ja, 11 Millionen ist ja schon eine ganz schön große Zahl. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches dieser Trailer euch so am meisten in Erinnerung geblieben ist. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.